der Fall in der FFBL. Aber es ist dann eben doch ein Derby und sie haben alle Bock drauf. Los geht's, Duisburg von rechts nach links. Über das gute Stellungsspiel, über die gute Defensivarbeit für Essen eben auch gilt. Und da ist das 1-0, 11. Spielminute. Fällt plötzlich da runter im Fünfer. Keine weit und breit da und dann muss sie nur das Füßchen hinhalten. Führung für die Gäste. Als Hinköpfen. Was für ein Geschenk für Julia Debitzky. Dass es ein doch taktisch bedingter Wechsel ist. Also da gibt es eine Idee, ein bisschen was zu verändern. Und deshalb Endemann jetzt mit dabei. Katastrophaler Fehler, Riesengelegenheit. Und sie scheitert an Mahmutovic. Kowalski. So, da muss sie viel mehr draus machen. Bekommt den geschenkt in den Lauf rein. Die ist durch. 1 gegen 1 gegen Mahmutovic, die mal wieder herausragend hält, die den MSV mal wieder im Spiel hält. Mittelfeld. Zentrale Mittelfeld definitiv auf Seiten der Essenerinnen. Wieder an die abgefangene Kugel, wieder Endemann. Wie präsent ist denn Endemann? Und den nagelt sie da oben rein. 68. 2-0. Der Wechsel hat sich gelohnt. Saisontor Nummer 3 für Vivi Endemann. Die braucht nicht viel. Boah, die weiß genau, ich bin schneller, ich leg die Kugel einfach vorbei, dann marschiert sie Kopf nochmal hoch und dann weiß sie, ah, der springt nochmal super auf und dann ballert sie den da oben rein. 2-0 für Essen, überfällig. Überfällig auch aufgrund, und sie stehen schon wieder komplett offen, 1 gegen 4. Essen muss es nur noch runterspielen. Kowalski, jetzt macht sie ihn! Endlich macht sie ihn und man sieht sie an! Für Kowalski, dass sie den dann wirklich auch selbst. Boah, und wieder wird es ihnen leicht gemacht. Meier gegen Mahmutovic, 4-0. Da hinten drin wird es immer wieder allein gelassen. Tolle Drehung, tolle Bewegung von Meier. Und dann ist auch sie 1 gegen 1 gegen Mahmutovic. Lässt der also Bremen im Moment auf Kurs, da ein weiteres Pünktchen zu sammeln. So, Blick hier drauf, wieder Baas, der ist gut darüber. Und da ist das 5-0. Ein Türchen für sich. Baas mit der Übersicht, super rübergelegt. Und Edwards macht auch noch ihr Ding. Endemann, Endemann, Endemann kann schon wieder marschieren. Endemann legt den auch noch rein. 6-0. Guten Vollgas, ist gefühlt an jedem Treffer beteiligt, macht 2 Buden selbst und sorgt so zu einem ganz, ganz großen. Mit der Schlusssekunde bekommen sie noch eine Chance. Heimann pfeift ab. 6-0 für Essen hier in Duisburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.